Ja, ein bisschen glatter ist es jetzt erstmal. Kannst auf jeden Fall wieder geschmeidiger drüber fahren. Oh, ich hätte Anlauf genommen. Meinst du, zur Not holen wir eine Abschleppkette? Ja, ich Guck, ob sie. fand das Gewicht so geil beim im 17er Alter von dem wie hießen das mit dem Haken auf jeden Fall das Gewicht, wo du auf 3,2 Tonnen aufballastieren konntest. Ja, ich weiß, was du meinst. Überladewagen ist fast voll. Gleich nicht mehr. Wir donnern hier in Highspeed das Feld runter. Ja, du im Highspeed, ich nicht. Ah, ich fahre jetzt komischerweise wieder komplett 10 km/h, ne? Es läuft auch flüssiger, habe ich das Gefühl. Also es lag tatsächlich an dem einen oder anderen Error an die Mods, die wir jetzt runtergeschmissen haben. Es läuft irgendwie besser. Also das Gameplay, das Feeling von dem Gameplay Ja, ist jetzt genau. viel, viel besser. Ja, absolut. Vor uns war es so ruckelig, so träge, so. Ja, Ich kann genau. auch Man hat immer Stellung das machen Gefühl, man dauernd war so. irgendwie, Als wenn als ich würdest du ein nonstop Boot stolper. fahren. Jetzt fangen die Tasten hier auch schon an rumzuspinnen, oder was? Welche? Von meiner neuen Konsole. Bist du das? Drückt drauf und macht er an aus. Boah, hör auf hier. Das hat meine Maus. Wenn ich linke und rechte Maustaste, kennst du ja. Klick Ja. und Doppelklick und drücke ich einmal drauf, zack, hat es als zweimal genommen. In Okay. Win Explorer kommt es ganz gut, wenn du Daten oder Ja, Dateien von A nach B ziehst. Das kommt genial. das ist richtig toll. Besonders wenn es Firmendaten sind. Und du sie mal kurz so über den ganzen Server verschiebst und machst und kopierst und Und weißt auch, vor wo sie allem rausholen. dann am besten noch nicht weißt, wo du sie hingeschoben hast, weil du es gar nicht wirklich mitbekommen hast in dem Moment. Unterwegs mal kurz in 34 Terabytes verloren. Ja, nicht in Höhe von, sondern mal kurz über die Ordner von. Ach so. Platz von, weißt du, Ja. wo liegt man drin? Boah, scheiße. Die ersten Mal habe ich gedacht, ich bin bescheuert, dass ich's bin, weißt du, dass ich Doppelklick gemacht habe oder irgendwie sowas. Oder zu früh losgelassen oder boah, scheiße, wo habe ich das fallen lassen jetzt? Bis ich rausgefunden habe, was der Grund war. Das Ding hat einen Bogen gemacht, glaub mir. Da ging da nicht mehr das. Der Fehler lag da nicht mehr allein an der Taste, was nicht funktionierte an der Maus. Ja, irgendwann sind die Dinger auch durchgerockt. Da hat da nichts mehr funktioniert an der Maus. Was ja ziemlich cool wäre, wenn jetzt bei dem Dreck alles ist hier braun vom Feld, wenn aber das Schneidwerk jetzt wenigstens grün wäre. Ist es aber nicht, das ist voll sauber. Ja, kommt Anton auch noch Nee, der online, kommt oder? heute nicht mehr. Er wollte, aber er hatte mir vorhin geschrieben irgendwann, dass er nicht schafft. Ach so, weil er mich auch gefragt hatte, ob ich Lust habe. Nee, er hatte, weiß nicht, aber relativ früh hatte er schon geschrieben, dass er nicht kommt. Okay. Bin aber gespannt, dass wenn er kommt, was er sagt, wenn wahrscheinlich der ein oder andere Anhänger weg ist. Weil Puh. ich bin mir fast sicher, er hatte einen von diesen Ballen-Autoload-Dingern.
Können wir jetzt auch nicht mehr benutzen, ist halt mega schade, aber die haben auch die miesesten Fehler geworfen, deswegen haben wir die jetzt auch runtergeschmissen. Davon gibt es aber auch einige. Da nimmt man andere. Ja, muss man mal gucken, was es da noch für Versionen gibt, ob da irgendwas bei Ich ist, glaube, was taugt. von Giants auf der Webseite vom Farming Simulator ist noch eine Original drauf mit Autoload, glaube ich. Okay, ja, müssen wir mal ausprobieren. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Meine, ich habe so ein Binding gesehen. Aber ob der Autoload hat, weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Ich meine, wir haben zur Not immer noch den Fliegel DPW, ne, Drehschemel-Anhänger, der hat Autoload, der Ja. funktioniert auch, passt bei weitem nicht so viel drauf, aber wir hätten immer noch einen Anhänger mit Autoload. Also ist halt nicht komplett verloren. Ansonsten nehmen wir die Originalen. Genau, dann haben wir halt den Hier. Stacker und ist Die wie finde ich auch Autoload. voll geil. Ist arschteuer, nicht ganz so schnell und nicht ganz so praktisch, aber er funktioniert auf jeden Fall. Und ist der Realität nah. Ja, was heißt der? Maestro, ich brauche Material. Was für Material? Ich habe leer. Ja. Ach so, ja, komm zu mir. Und ich häcksel hier weiter, ich bin voll, Alter. Scheiße. Das ist nicht gut. Fahr geradeaus, ich komme von hinten unter dich. Ich häcksle hier weiter, ich bin voll. Hast du das jetzt alles vernichtet oder was? Ja, ich weiß aber nicht, wie viel. Das passiert mir gern mal. Das fehlt mir halt auch noch, dass es anfängt zu piepen, wenn es voll ist. Wie bei den Ballenpressen und Anhängern und allem Das Möglichen und bei den machen Dreschern. die Mähdrescher aber auch. Die haben Na. auch so ein Füllstandsding. Nee, nee, die piepen nicht. Das war eine Mod im 17er. Und hier habe ich noch nicht gehört, dass hier irgendwas piept. Der Glasdrescher, der schaltet ab 80% die hier Umleuchte ein. Ja, wenn ich drin sitze, sehe ich das aber nicht. Ja. Gut, sitze ich meistens nicht, du bist voll. Ja. Und ich habe immer noch 48.000 drin. Bin's ja schon weg. Bin ja schon weg. Willst du ja wohl nicht? Was? Mich rammen? Ja, das Feld ist aber Nein. auch gleich leer. Ich Aber glaube, du hast noch vier erstaunlicherweise Felder immer noch an. nicht die Menge runtergekriegt, die ich hier erwartet hätte, Das stimmt. Vielleicht ne? ist Was für es einen in Füllstand haben diesem. wir? Als ich eben ja geguckt habe, waren wir bei 555.000 oder so. Wären wir jetzt bei 630 ungefähr sein, bestimmt. Also gerade mal etwas mehr als das, was wir an Wiese runtergeholt haben. Und Wiese ging viel schneller, muss ich jetzt ja mal sagen, ne? Ja. Okay, die war auch nicht so weit entfernt. Ja, gut. Das ist richtig. Aber andererseits habe ich hier auch ja eigentlich kein also Entladeproblem. Ich warte hier auf nichts mit dem Ernten. Du musst halt nur fahren. Du kommst hierher, bist voll, fährst zurück. Ich schaff das. Im Grunde macht das ja eigentlich keinen Unterschied. Brit ist noch drin. Läuft. Aber auch komisch, dass halt der Fehler von dem Cargo Anhänger hier nirgendwo auftaucht, ne? Ja. Das ist einfach nur ein rein optischer Fehler, der halt was wahrscheinlich ja nee, ja, eigentlich, weil das mit den Zahlen da unten ist ja auch bei jedem anderen Anhänger. Also entladen tut er flüssig. Es hätte mich jetzt aber auch gewundert, wenn nicht. Nein, also ich meine es von den Zahlen her. Ja, das hätte mich gewundert, wenn er das nicht tut.
Ja, dann können wir auf jeden Fall das komplette Maisfeld hier abbrocken. Obwohl, eine Million? Das Ding ist nicht mal halb voll. Also der in den Silo passt noch. Ich glaube, dass wir größere Silos haben als Anton. Weiß es nicht. Ja, und das ist ja Doch. optisch noch nicht mal halb voll. Lass da ein Viertel drin sein. Dass bei uns 2 Millionen reingehen. Ach, shit, jetzt wollte ich gerade gucken, wie viel drin ist. Mach ich live. Auf jeden Fall können wir das ganze Feld hier abernten, also alles noch Ja. weghäckseln. Ja. Sehe es mal so. Was weg ist, ist weg und kann neu angesät werden. Ja, ich freue mich drauf. Ja. Ernten ist immer toll, weil Ernten bringt was. Einsehen und Gruppen ist immer voll die scheiße Arbeit. Weil da musst du noch warten, bis es fertig ist und freust dich dann ja eigentlich schon wieder nur noch aufs Ernten. So, hier ziehe ich jetzt auch durch beide Felder durch. Naja, suchst du dir eine lange Linie und Ja, schmeißt sie habe ich runter. gerade. Ja. Da steht mein Überladewagen. Aber wenn der Helfer hier wenigstens vernünftig mitfahren würde, würde ich ja schön mit dem Überladewagen hier nebenher fahren. Das ist ja das, was ich meine. Wenn das richtig, also wenn das noch mit dem Patch richtig gepatcht wird, ey, Bombe. Ich habe den gesamten Inhalt jetzt drin, gell? Von dem Überladewagen. Ja, und hast noch Platz. Ja. Aber ich fahre trotzdem zu. Dann fahre ich zwei, drei Drecken mal kurz im Silo, damit ich es mir ein bisschen dementsprechend rücke und dann geht's weiter. Weil wegen der Menge wird das auch schon an sich ein Berg. Ah, ich muss hier auf jeden Fall Vorgewende fahren, ey. Hier ist so ein scheiß Huckel. Hatte hier beim Düngen oder Kalken oder was auch immer ich hier gemacht habe, auch schon. Und beim Pflügen. Bewegt sich hier einfach nicht weg, das Mistvieh. Na komm schon, Alter. Jetzt hat er's. So, während der jetzt hier gleich überlädt, mache ich nochmal ein kurzes Päuschen, auch wenn wir gerade Pause hatten. Eigentlich war es eine Spielunterbrechung. Jetzt brauche ich mal eben nochmal eine schnelle Pause. Also keine Zwangspause, sondern eine freiwillige. Genau. So.